Ja, frisch von der Weltmeisterschaft zurück gibt es was ganz Besonderes und zwar die Megatins bzw. die Goldsack-Fuck-Tins, wie sie jetzt ja heißen. Und ich habe ein Produkt gesponsert von Konami. Wir haben auf der Weltmeisterschaft eine bekommen und vielen Dank an Konami auf jeden Fall. Wie gesagt, ist halt gesponsert. Und ja, wir haben hier das neue Produkt. Wir dürfen es sogar schon öffnen und vor allen Dingen vor Release öffnen, was ja doch nicht so oft ist, was ich sehr, sehr cool finde und mega toll finde. Und das Besondere auch noch, hier sind einfach noch mehrere Karten unbestätigt. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, was alles drin ist. Also ein Überraschungsopening, wirklich wie so eine kleine Wundertüte. Doch, ich meine, wir waren bei der Weltmeisterschaft. Also denke ich mal, nehmen wir mal eine andere Playmat. Ja, denn wir haben auch die Worlds Playmat bekommen und ja, was soll sie eigentlich eingepackt sein? Tja, Magie macht's möglich und hier haben wir sie. Alter Leute, die Playmat ist nun wirklich sehr, sehr geil. Ich kann ja auch noch mal eben rauszoomen. Hier sieht man sie. Mega, 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 mega nice. Auf jeden Fall eine sehr geile Playmat. Aber es geht jetzt nicht um die Playmat. Es geht hier um die wunderbare Tin. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen sie. Boah. Ja, nun muss man das erstmal hier schaffen. Wie wäre es mit einer Schere oder so? Aber nee, so geht es auch. Einfach aufreißen hier. Klassisch. So, da haben wir es jetzt. Sehr, sehr, sehr schön. Und oh, wir haben schon den roten alternativen Drachen. Das sehr cool ist. Also, wir gehen noch ein bisschen näher ran. Wir haben hier nicht zwei, nein, wir haben drei. Wir haben drei und die Promos, ja, so ist die Tin aufgebaut. Mehr ist nicht drin, der Klassiker, wer es kennt bei mir. Erstmal nachgucken, ob vielleicht doch noch was drin ist. Ich finde es interessant, dass die Tin-Boxen diesmal ein bisschen kleiner sind. Also ist ja doch ein bisschen kompakter im Vergleich zu anderen Tins. Ist aber ganz cool. Und ich glaube, es ist genau, ja, es ist genau eine Karte, genau eine Kartenlänge und ist perfekt. Also finde ich gut. Finde ich cool, ist ganz nice, mal was anderes. So, und wir fangen jetzt mal mit den Promos an, denn die Promos hier sind auch was mega Besonderes. Denn ich aus meiner Sicht, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber aus meiner Sicht ist das quasi, ja, schon das Highlight dieses Sets. Wir haben jetzt hier erstmal mit den Red Alternativen. Boah, wir haben gleich den Blue Eyes Alternativen. Ich weiß nicht, wer die Weltmeisterschaft im Stream geguckt hat, aber die kam auch im Duell vor. Kaiba gegen Yugi, sehr coole Karte und ja, brauchen wir nichts drüber sagen. Ne? Die Karte hat es auf jeden Fall in sich als solches. Okay, dann kommen wir zur nächsten. Oh, gleich meine Lieblingskarte. Dark Ruler No More. Das ist halt, ja, aus meiner Sicht mit den Rakugelmus die beste neue der drei Promos. Und ich finde es halt cool, es ist einfach eine Promokarte. Das heißt halt einfach wirklich, wir haben gute Karten in den Promos, also so richtig gute, so metaspielstarke Karten. Mega geil, mega super, gefällt mir sehr gut. Eine von drei halt kriegt man immer. Und wir haben jetzt sogar einer der guten gezogen, also der besseren von den dreien. Also aus meiner Sicht ist halt das die beste. Dann kommt der Rakugel-Modus im gegnerischen Spielzug und dann kommt halt die Handtrap. Ja, sehr cool. Obelisk, ein alternativen Artwork, auch sehr nice. Oh, Raigeki! Boah, sehr, sehr nice. Und Leute, falls ihr es nicht wissen, das ist Prismatic Secret Rare. Das ist jetzt wirklich Prismatic. Und ja, sieht sehr, 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 sehr nice aus. Kann man auf jeden Fall. Boah, geil. Also, Alter, da haben wir schon, ja, so die zwei besten Karten gefühlt. Obwohl, der Alternative ist auch schon geil. Also, ja, guck mal. Das meine ich. Die Tin ist einfach so geil. Ich würde jetzt damit schon zufrieden sein. Aber wir haben ja noch. Wir haben ja noch sogar halt die Booster, was ich halt sehr cool finde. Ich denke mal, wir gehen noch ein bisschen raus hier, dass wir hier ein bisschen zoomen können und dann. Ebenfalls, was ich halt, ey, ich wusste gar nicht, dass die hier drin ist. Nice, auch nochmal nett. Ja, leider viel zu spät, muss man natürlich dazu sagen. Ja, dann kommen halt die Karten, kann man sogar spielen. Oh, es kommen Rares. Also, hier in den Packs ist immer ein Rare. Eine Super Rare, finde ich cool, dass hier ein Super Rare jetzt existiert. Oh nein, ich habe gespoilert. Und alter, geil, das ist doch geil, Shizuku in, ja, wir gehen nochmal hier ganz schön nah ran, dass man das hier sehen kann, in Prismatic Secret Rare und das ist einfach schön. Okay, jetzt haben wir gespoilert, war gar nicht so die Absicht, ja, hier als Ultra Rare, dann halt, ja, den hier, gibt bessere, aber ist okay, aber, oh, die ist natürlich sehr, sehr nice. Falco, klar, kann man mitnehmen, braucht keiner. Das ist lustig. Honedrone, cool. Honedrone und Dino Wrestler. Ja, und was Besondere auch noch ist an der Tin, sie ist echt verhältnismäßig günstig. Hat vielleicht auch was einfach mit der schmalen Form zu tun. Sie ist relativ günstig. Das heißt halt, ach, wusste ich auch nicht. Also es ist halt wie eine Wundertüte für mich. Ich wusste auch nicht, dass die hier drin ist. Ja, ist halt sehr cool, dass sie auch billig ist als solches und dann auch so gute Karten hat.
Witzkarte des Jahrhunderts. Warum gab es die in Secret Rare? So, dann haben wir hier Trickster Bloom. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen, wir nicht spoilern. Super Rare, auch sehr, sehr nice. Jetzt kommt die Ultra Rare. Vampire Sucker, okay. Ist okay, ist okay. Und nein, ich glaube, das ist wirklich die schlechteste Secret Rare, die man ziehen kann. Schade. Schade, schade, schade. Mal, oh, man kann nicht alles haben. Eagle Booster, sehr nice in Common. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Oh, shit. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, naja. Passiert. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, das Set hat sich schon gelohnt wegen den obersten drei Karten. Da will man sich dann doch nicht beschweren, auf jeden Fall. Machen wir hier weiter. Wir gucken jetzt letztes Pack. Wie gesagt, hier sind nur drei drin, aber völlig ausreichend, definitiv. Wir kommen zu den Rares. Noble Knight ist okay. Oh, sehr schön. Super Rare. Auch sehr, sehr schöner Reprint hier drin auf jeden Fall. Oh, noch ein Vampire Sucker. Okay, warum nicht zwei? Und oh, wir haben Magius. Oh, sehr nice. Oh, das ist... Ich gehe nochmal hier dicht dran. Das ist doch... Alter Schwede, wenn das nicht mal geil ist. Das war mal richtig nice. Wir wollen hier... Alter Schwede, das ist der Hammer. Geil. Vor allem passend mit den anderen Crusader. Und hier, nochmal hier hoch, ganz nett. Nochmal mit den passenden anderen. Wir zoomen ein bisschen raus, dass wir hier ein bisschen größer zeigen können, was wir hier gezogen haben. Also, auf jeden Fall Highlight für mich sind auf jeden Fall hier diese wunderschönen 6 Karten. Tipptopp. Die einfach schon bekommen, weil fast gratis bekommen. Mega geil. Und dann hier, ja, das ist natürlich ärgerlich. Und ich glaube, bei den Cummins kann man noch sagen, dass die Wand ganz gut ist. Dann zusätzlich, ja, wir legen mal die Rare zur Seite, aber ist jetzt nicht so broken. Kann man spielen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Hornet Drone ist ja gar nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oh, die Ultra und die Super, das haben wir denn ja nicht so rausgelegt. Kann man jetzt spielen, nehme ich auch mal raus. Drakenwing. So, jetzt müssen wir das nochmal neu sortieren, um genau zu sein. Also hier so, so. Und jetzt gehen wir sogar noch weiter raus und machen das dann so. Und können hier unten dann die eher nicht so wichtigen, das sind sogar die guten Cummins. Und dann halt noch ein paar Rares, ein paar Super Rares. Und das war's dann auch von diesem Set, was hier so drin ist. Mega, mega nice von dem Puls her. Ist okay, ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, hier können richtig krasse Karten drin sein. Ich habe gehofft, im Permanent zu ziehen, denn die wurde noch nicht gezogen in einer Megatin. Beziehungsweise in der Goldsarkophag-Tin hätte ich ja doch gerne gezogen. Ich vermute, sie ist Ultra-Rare? Ich glaube, sie ist eine Ultra-Rare, oder? Sie müsste eine Ultra-Rare, oder müsste sie, ist sie Prismatic Secret? Ich weiß es halt nicht, keiner weiß es. Und das ist halt das Besondere hier an diesem Opening gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, was man zieht. Und für mich waren echt einige Überraschungen dabei. Ja, mega cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vor Release, sehr, sehr geil. Danke nochmal an Konami, dass das überhaupt möglich gemacht wurde. Und ja, Openings gibt es auf meinem Kanal weiter in Zukunft. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.